Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram. Ja, und in dem heutigen Game spiele ich Mordekaiser auf... Ja, schau mal. Erstmal auf der Top-Lane. Mal sehen, ob wir dann swappen werden. Mordekaiser wurde sich jetzt so oft gewünscht, da kann ich gar nicht mehr anders. Ich muss ihn einfach spielen. Ja, und ich spiele ihn mit Summonary und Resolve. Und ich beginne mit The Dark Seal, dem nachfüllbaren Trank und dem Abwehrtotem. Und wahrscheinlich bekomme ich es jetzt erstmal mit einem Cho'Gath zu tun. Des Weiteren bei mir im Team Zac im Jungle Twisted Fate auf der Midlane, Twitch als ADC und Pyke Support. Im Gegnerteam Evelynn im Jungle. Dann Lux. Ach, Lux Midlane wird das sein. Yasuo ADC und Jenna Bot, also Support. Ja, ich denke, so wird das aussehen. Das wird ein Yasuo ADC. Kann man spielen. Sieht man in letzter Zeit auch immer öfters. Schade, ich hätte mich schon auf ein Yasuo auf Lane gefreut. Aber gut, muss ich gegen Cho'Gath spielen. Warum Yasuo reporten? Das kann man noch machen. Ah, da ist er. Oh, schon mal ein bisschen was kassiert. Und mit dem Schild, das finde ich schon ziemlich geil. Aber... Lol. Also man pusht eigentlich zwangsläufig mit Mordekaiser. Und ja, so First Blood. Ich sag ja, man kann es auf jeden Fall machen. Cho'Gath hat aber auch schon leichte Probleme hier oben gegen mich. So, er tankt die Minions. So, ich geh mal schnell warden. Nee, habe ich ja jetzt gar nicht. Ja, es würde nicht reichen. So eventuell? Ja. Okay. Nice, nice. Da haben wir ihn. Kassiere ich mal welche? Ja, eigentlich will ich nicht back. Dafür komme ich zu gut gegen den Klar. Im Gegenteil, er kann schon fast wieder back.
So, wie schaut das vom Farmen? 29 zu 16, auch gut. Dann haben wir schon Ult. Nicht zu viele Tower-Shots kassieren. Einfach mal ein bisschen hier runterlaufen, mal gucken, was hier so abgeht. Ist aber keiner, das ist gut. Und er ist noch nicht Level 6. Das ist ebenfalls gut. Wenn er Level 6 hat, muss ich natürlich stark auf mich aufpassen. Okay, jetzt doch nicht mehr. Okay, die Ulti war jetzt ein bisschen für den Arsch, ne? Aber 1800 Gold gehen wir jetzt doch mal weg. Wäre ärgerlich, so zu sterben. Vom Farm bin ich, denke ich, auch sehr gut vorne. Das Einzige war eben halt die Ult. Die habe ich wirklich ein bisschen verschwendet. So. Na gut, nehmen wir noch ein bisschen AD mit gleich. Komm, komm, komm. Und zackig. So, jetzt verliere ich aber auch einiges an Farm. Ah, Cho'Gath ist noch da. Und wird geprügelt ohne Ende. So. Nochmal warden. Meine Ult ist gleich wieder ab. Ah, das macht mir natürlich so gut wie keinen Schaden. So, dann gehe ich aber direkt nochmal Base, oder? Nee, noch nicht. Ich habe sogar noch einen Heiltrank ab. Da kommt der Cho'Gath wieder, hat man schön gesehen da hinten. So, und jetzt gehe ich aber doch erst nochmal Base.
Ah, ich gehe einfach mal zuerst aufs Hextech Gunblade. Was soll der Geiz? So. Ah ja, so viel. Oh, geht das da unten ab. Naja, schauen wir mal. Ah ne, da ist er wieder. So, eine Runde Warden gehen. Oh, er hat schon wieder gefressen. Ja, es war klar, dass wir jetzt einen Drake machen. Na gut, Choke hat keine Ult mehr ab. So, da haben wir ihn wieder. Jetzt kann ich mich zurückziehen. Jetzt kommen sie alle top. Boah. Das Gefiede ist aber ein bisschen zu viel. Ich glaube, da kann auch Rami dann nichts mehr gegen machen. Au. Ganz dolles Au. Kann ich auch schon mit der Base gehen? Hm. Okay, die Lux, die knallt schon richtig rein. Ja, gut, 7-0. Da erübrigen sich alle Fragen. Da hassen sie alle den Yasuo. Der ist natürlich jetzt echt gefeedet mit 9 Kills. Die Lux 7.
Ich denke, da kann auch ein Mordekaiser nicht mehr viel ausrichten. Twitch ist da unten auf der Botlane. Oh. Nee, der ist zu sehr gefeedet. Tja, liebe Zuschauer, was willst du da machen? Ja, Mann. Jetzt ist der Support. Auch solche Games gibt's. Ist nur schade, dass das ausgerechnet in einem Mordekaiser-Game jetzt ist. Wo ich euch das unbedingt mal zeigen will. Ist natürlich der nächste Höllendrache ab. Und den holen sich die Gegner selbstverständlich auch. Und jetzt sollte ich zusehen, dass ich hier verschwinde. Den Cho'Gath habe ich gut rausgenommen. Der hat 0,469 Farm, ich stehe 3-1 mit 123. Gut, der feedet weiter. Ja. Da geht nicht mehr viel. Also einen richtig schönen Arsch voll bekommen. Ich zwar nicht. Aber ansonsten die Botlane, die Midlane. Ganz, ganz böse. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen. Das war jetzt mal Mordekaiser Toplane. Mal sehen, ob ich ihn nochmal spielen werde. Ich meine, am Mordekaiser hat's ja nicht gelegen. Habt ihr ja gesehen. Aber... mal sehen. Ich denke, ich werde ihn nochmal spielen. Also, zieht euch auch das nächste Game rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.